Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend hier seid, dass ihr gekommen seid und schön, dass ihr dann später diese Aufnahme euch anschaut auf joelmediatv.de. Wir werden uns heute und in den nächsten Folgen mit einem ganz ausgenommen wichtigen Thema befassen, nämlich mit der Versuchung Jesu. Das ist eines der ganz großen Dramen in den Evangelien und eines, dass man fast gar nicht tief genug studieren kann. Und ich denke, es gibt eine ganze Menge zu lernen heute. Und ich freue mich schon auf das, was wir studieren möchten. Und bevor wir beginnen, wie es unsere Gewohnheit ist, möchten wir Gott einladen, uns zu führen im Gebet. Und dazu möchten wir niederknien, wo es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wir heute Abend zu dir kommen können, dass wir in deinem Wort lesen können, dass du zu uns sprechen möchtest, dass du uns zeigen möchtest, wie sehr du uns liebst, dass du uns zeigen möchtest, was du alles für uns erdacht und geplant hast. Und wenn wir jetzt die Geschichte lesen, die davon spricht, wie Jesus diesen großen Kampf in der Wüste gewonnen hat, dann möchten wir dich bitten, dass du uns mit Hoffnung und mit Mut ausstattest, dass auch wir glauben dürfen, dass wir den Kampf in unserem Leben gewinnen dürfen. Gib, dass wir lernen von Jesus und die Prinzipien verstehen, um die es geht. All das bitten wir im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen. Die Versuchung Jesu ist, wie wir gerade gesagt haben, ein zentrales Ereignis in der Evangeliumsgeschichte. Und es ist genau das nächste Ereignis nach der Taufe. Kein Wunder, keine Predigt, kein Gleichnis, sondern nach der Taufe, sagt die Bibel, ging es sofort zu dieser Geschichte in der Wüste. Fangen wir mal einfach an und fragen, in welchen Evangelien wird uns diese Geschichte berichtet? In Matthäus, in welchem Kapitel haben wir Matthäus? Also, wir wollen am Anfang wieder mal erstmal sondieren, wo die Geschichten überhaupt stehen, dass wir, genau, Kapitel 4 und dort Vers 1 bis 11, genau, 11 Verse. Hat noch jemand diesen Bericht außer Matthäus? Lukas, wo hat Lukas ihn denn? Also Lukas 4 auch ab Vers 1, kann man sich ganz gut merken, Matthäus 4 ab Vers 1 und Lukas 4 ab Vers 1. Ja. Allerdings geht es da nicht bis Vers 11, sondern bis Vers 13. Also Lukas ist wieder ein bisschen ausführlicher als Matthäus. Und hat es noch jemand? Markus hat es noch und dort ist es Markus Kapitel 1, Vers 12 und 13. Da muss man jetzt also gar nicht lange zählen. Da sieht man, Matthäus hat 11 Verse, Lukas 13 und Markus 2. Also offensichtlich ist Markus hier wieder mit Abstand der kürzeste. Markus, wie wir gleich sehen werden, gibt nur eine Übersicht. Ja, er gibt nur eine Zusammenfassung. Er sagt nur, dass das passiert ist, ohne großartige Details. Das heißt, wir werden uns vor allem mit Matthäus und Lukas beschäftigen und immer Markus dann hinzuziehen, wo er vielleicht doch irgendwas sagt, was die anderen nicht erwähnen. Interessant ist, wenn man die Matthäus und Lukas vergleicht, die sind ja beide relativ gleich lang. Hat jemand von euch das vielleicht schon mal vorgelesen und ist euch dabei was aufgefallen? Wenn ihr mal Matthäus und Lukas nebeneinander so haltet, Matthäus 4 und Lukas 4, und ohne dass wir jetzt auf jedes Detail achten, auf jedes Wort, einfach mal so von dem generellen Ablauf der Geschichte, ist euch da was aufgefallen? Wenn ihr so den mal so über die Verse drüber scannt, Matthäus 4 und Lukas 4, da gibt es eine ganz interessante Variation zwischen den beiden Geschichten. Genau, also das ist auf jeden Fall ein kleines Detail, da kommen wir gleich später noch drauf zu, dass, da heißt es ja, er war 40 Tage in der Wüste und dann
etwa 40 Tage vom Teufel versucht. Kommen wir gleich noch zu, ja? Sehr gut. Aber noch viel allgemeiner, sozusagen nur vom großen Ablauf der Geschichte. Was ist die erste Versuchung? Genau, was ist die zweite Versuchung? Das war bei der ersten auch schon, ja, die Gottessohnschaft. Das sagt Matthäus. Was sagt Lukas? Genau, in Lukas folgt nach der Versuchung, also jedenfalls, wenn ich das chronologisch lese, bei Lukas ist erst, nicht wahr, in der, mach alle Steine zu Brot, mach die Steine zu Brot. Und dann in Vers 6 und 5, 5 und 6 führt der Teufel ihn auf einen hohen Berg. Und dann erst ab Vers 9 führt ihn nach Jerusalem. Also wenn ich das mal vergleichen würde, würde ich sagen, bei Matthäus, jetzt wenn ich die einfach der Reihe nach aufschreibe, habe ich erst die Steine, dann den Tempel und dann den Berg. So kennen wir es, oder? Aber bei Lukas sind die Steine, dann der Berg und dann der Tempel. Das ist interessant, oder? Ja, da kann man mal wieder staunen, was es mal alles so rausfindet, wenn man mal alles zusammennimmt. Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt. Wer von den beiden hat recht? Sagt jetzt nicht beide. Wer von den beiden hat recht? War die zweite Versuchung die Versuchung mit dem Tempel oder war die zweite Versuchung die auf dem Berg? Also ihr könnt Markus gerne nachschauen. Ihr werdet feststellen, dass Markus, wie viel davon berichtet? Gar nichts. Markus sagt nur, dass er 40 Tage in der Wüste war bei den wilden Tieren und versucht wurde. Also Markus ist da keine Hilfe. Dankeschön. Also interessanterweise, man würde auf den ersten Blick vielleicht vermuten, dass Lukas der ist, der die chronologische Reihenfolge hat, weil Lukas normalerweise immer der geschichtlich so chronologisch denkende ist. Aber wenn ihr mal das vergleicht, der Übergang von der ersten zur zweiten und der zweiten zur dritten bei Matthäus, ja, in Matthäus 4, der Übergang ist von Vers 4 zu 5. Ja, Vers 4 endet die erste Versuchung, Matthäus 4, Vers 4. Was ist das nächste Wort? Darauf. Ja, darauf im Griechischen tote heißt eine danach sozusagen, also eine zeitliche Abfolge. Erst das und darauf. Ja. Und dann in Vers 8, bei dem Scharnier zwischen der zweiten und der dritten, wie heißt es da? Darauf. Manche übersetzen auch wiederum Gute Nachricht sagt sogar zuletzt. Ja, also die griechischen Worte machen deutlich hier, da folgt eins auf das andere. Wie ist es bei Lukas? Was sind die Worte, die zwischen der ersten und der zweiten und der zweiten und der dritten stehen? Da steht einfach und. Und. Ja? Also Matthäus von der Sprache macht ganz deutlich, der Tempel kam nach den Steinen und der Berg nach dem Tempel. Während Lukas einfach nur die drei aufzählt, ohne anzugeben, dass die genau in der Reihenfolge sind. Ja, er sagt einfach nur und, also das und das und das. Interessanterweise hat Ellen White im Leben Jesu auch, obwohl sie wahrscheinlich kein Griechisch konnte, soweit wir wissen, die Reihenfolge so angegeben, wie sie bei Matthäus ist. Ja, Matthäus hat hier, entgegen der Vermutung vielleicht, tatsächlich die historisch-chronologische Reihenfolge. Lukas macht das mehr thematisch. Aus welchen Gründen können wir das nächste Mal sehen? Also werden wir ein bisschen vor allem Matthäus erstmal als zeitliche Grundlage nehmen. Aber bevor wir überhaupt dazu kommen, schauen wir erstmal an, wie es überhaupt zu der Versuchung gekommen ist. Da können wir mal bei Lukas anfangen. In Lukas 4 und dort Vers 1. Lukas 4 und dort Vers 1. Da heißt es ja, Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Jetzt, warum steht da wohl, er war voll Heiligen Geistes? Er kam ja von der Taufe und
Genau, wir hatten ja gerade erst die Taufe gehabt. Bei Lukas ist die Verbindung nicht ganz so deutlich, weil dieses Geschlechtsregister dazwischen steht, aber eigentlich ist es genau das nächste nach der Taufe. Die Taufe hat gesehen, oder bei der Taufe wurde ihm der Heilige Geist in besonderer Weise gegeben durch diese Taube, ja? Ja, also das ist ein interessanter Gedanke. Ja. Die Fülle des Heiligen Geistes sollte später auch alle Menschen ausgegossen werden, genau. Und wozu war er jetzt gesalbt worden? Wir hatten ja gelernt letztes Mal, er war mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt worden, um was zu tun? Ja? Das Evangelium verkündigen, die frohe Botschaft. Wenn ihr noch zur Apostelgeschichte dazu geht, Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10 und dort Vers 38. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das heißt, sein Dienst bestand darin, allen denen zu helfen, die vom Satan bedrückt worden sind. Ja? Er sollte ja die Gefangenen befreien, er sollte die Kerkertüren öffnen. Das heißt, er sollte Menschen aus dem Bereich Satans in den Bereich Gottes bringen. Und wem hat das wohl nicht gefallen? Dem Satan. Ja, der Satan war der, dem das am meisten missfallen hat. Und deswegen sehen wir gleich nach der Taufe diese erste große Auseinandersetzung. Da kommen wir noch dazu. Kommen wir noch dazu. Der Reihenfolge. Genau. Bei den Jüngern haben wir genau dasselbe. Die Botschaft, die Verkündigung der Wahrheit wird immer auch den Angriff auf das Böse mit einbeziehen. Ja? Die Warnung vor dem Bösen. Drei verengelte Botschaft haben das gleiche. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter. Genau, zu der kommen wir auch noch gleich. Wir werden uns alle Verse anschauen. Genau, immer nur bei dem bleiben, wo wir gerade sind. Ne? Super. Matthäus 4 und dort Vers 1. Matthäus 4, Vers 1. Da heißt es nämlich in Matthäus 4 und dort Vers 1. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Wie nennt die Bibel Menschen, die vom Geist geführt werden? Es gibt einen ganz speziellen Begriff, wo die Bibel sagt, alle, die vom Geist Gottes geleitet sind, sind Kinder Gottes. Das ist Römer 8, Vers 14, könnt ihr euch aufschreiben. Ja? Da heißt es, also, es gibt ja immer die Diskussion, wer sind die Söhne Gottes? Ja, zum Beispiel in 1. Mose 6. Und die Definition hier ist, alle, die vom Geist Gottes geleitet sind, das sind die Söhne Gottes, die Kinder Gottes. Er war gerade als der Sohn Gottes bestätigt worden und war deswegen vom Heiligen Geist gefüllt und deswegen wird er auch vom Heiligen Geist geleitet. Ja, das ist also eine ganz interessante Parallele, die wir sehen können. Er wird vom Heiligen Geist geleitet, weil er der Sohn Gottes ist. Übrigens kennt ihr im Alten Testament auch einen Propheten, wo es oft heißt, dass der Heilige Geist ihn an einen bestimmten Ort gebracht hat. Von Elia heißt es das. Es heißt sogar explizit, weil an einer Stelle, dass der andere Prophet, der Obadja, Angst hatte, dass wenn er jetzt den Elia da alleine lässt und den Ahab holt, dass dann der Geist den Elia wieder woanders hingebracht hätte. Ja? Kennt ihr noch jemanden im Alten Testament, von dem es ganz oft heißt, dass der Geist ihn gegriffen hat und geführt hat an einen bestimmten Ort? Es gibt einen Propheten, da heißt es ständig, und der Geist nahm mich auf und der Geist führte mich nach Jerusalem und der Geist führte mich dahin und der Geist führte mich dahin. Das war der Hesekiel. Der Hesekiel, der ja auch der Menschensohn genannt wird. Ja? Das noch so nebenbei. Also Jesus wurde vom Geist geführt. Genau, der Philippus, der,
der wurde auch vom Geist dann hinweggenommen, der Diakon. Interessant ist also, Lukas sagt, Jesus wurde vom Heiligen Geist geführt, voll vom Heiligen Geist. Matthäus sagt, er wurde vom Heiligen Geist geführt in die Wüste. Schaut mal, wie das Markus ausdrückt. Markus ist, wie gesagt, an dieser Stelle wieder kurz und knapp, aber dafür umso robuster, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Schaut mal, wie das Markus ausdrückt in Markus 4, Vers 12. Da stehen zwei typische Worte für Markus. Was habe ich gesagt? Eins, natürlich, Entschuldigung. Markus 1, Vers 12. Markus 1, Vers 12. Da heißt es, und sogleich. Ja, sogleich ist eines der Lieblingsworte von Markus, immer gleich sofort. Ja. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Ja, das Wort, das hier steht, wird sonst immer verwendet von Jesus, wenn er die Dämonen austreibt. Also so richtig mit, boah, mit Energie, mit Impuls. Ja. Also der Heilige Geist hat wirklich ihn gedrängt. Das ist ein sehr dramatisches Wort. Er wurde vom Geist in die Wüste getrieben. Nicht mit Gewalt, aber schon mit starkem Impuls. Also Gottes Geist hat ihn sehr deutlich geführt. Das war jetzt nicht einfach nur so, na, vielleicht sollte ich mich erstmal zurückziehen. Als er vom Heiligen Geist geführt war, war die Führung durch den Heiligen Geist auch sehr deutlich und sehr klar. Er wurde in die Wüste getrieben. Das ist interessant übrigens, denn wer war vorher in dieser Wüste gewesen? Johannes der Täufer. Das ist diese Wüste Juda. Wenn ihr euch die Karte von Israel vorstellt, so, dann ist hier, wenn hier der Jordan ist, dann gibt es ja hier dieses Bergland. Und hier irgendwo ist Jerusalem und so, ja, und hier ist dann die Küste und da wird es ein bisschen flacher. Und hier, an dem Abhang von dem Bergland runter in den Jordangraben, da wo kein Regen hinkommt, weil der Regen immer an den Hügeln hängen bleibt, da ist die Wüste Juda. Und das ist keine Wüste, die jetzt irgendwie so wie die Sahara so gerade ist, sondern das sind viele Berge, Schluchten, vielleicht kennt ihr diese Bilder, wenn es geht um die Toten, um die biblischen Rollen vom Toten Meer, diese Qumran-Rollen. Es gibt diese großen Höhlen und Schluchten. So sieht die Wüste Juda aus. Da ist er irgendwo rumgekraxelt und rumgegangen. Er wurde in die Wüste getrieben. Wer war noch in der Wüste außer Johannes? Mose war vorher in der Wüste vor seiner großen Mission. Wer noch? Die Gemeinde war in der Wüste, ja. Wer noch? Jemand war noch in der Wüste, ganz berühmt. Elia war in der Wüste, ja? Jemand hat sich noch explizit auf seine große Mission vorbereitet in der Wüste. Ja, er war auf den Feldern. Ist auch mal in der Wüste gewesen, das stimmt, ja. Als er gejagt wurde, aber er ist da nicht freiwillig hingegangen, um sich vorzubereiten. Aber jemand hat sich ganz bewusst, haben wir schon gesagt, jemand hat sich in die Wüste zurückgezogen für 3 Jahre, um sich vorzubereiten für die Mission, von der er schon wusste, dass er sie tun soll. Das war der Paulus. Der ist ja 3 Jahre nach Arabien gegangen erstmal. Der sagt im Galaterbrief, in die Wüste und hat sich zurückgezogen und hat nur Bibel studiert. Jesus hat sich nicht 3 Jahre zurückgezogen, sondern nur 40 Tage. Und dann heißt es, er wurde vom Teufel versucht. Jetzt das Wort Teufel im Griechischen ist Diabolos. Vielleicht schon mal gehört. Da kommt auch diabolisch her. Was heißt denn Diabolos wörtlich übersetzt? Weiß das jemand? Also ganz, ganz, ganz wörtlich heißt es Durcheinanderwerfer. Ja, das kommt von dia durch und balos werfen. Das Wort selbst im Altgriechischen meint einen Verleumder. Weil ein Verleumder ist jemand, der die Fakten und die Wahrheit durcheinander wirft, alles durcheinander bringt. Ein Verleumder. Und das passt sehr gut zu dem großen Kampf, denn der begann damit, dass der Luzifer anfing, Gott zu verleumden. Ja, dass er Dinge falsch über Gott gesagt hat. Der Verleumder kommt. Und Satan sah, also Frage, ist Jesus zum Satan gegangen oder der Satan zu Jesus? Das ist ein wichtiger Punkt. Selbst Jesus als sündloser Mensch konnte den Kontakt mit Satan nicht vermeiden. Aber wenn wir Kontakt mit Satan haben,
lass den Satan immer zu dir kommen, geh nicht selbst zum Satan. Jesus hat nicht den Satan gesucht, er hat sich vom Geist führen lassen und dann kam der Satan zu ihm. Und das macht einen entscheidenden Unterschied, ob der Satan mit seiner Versuchung zu mir kommt oder ob ich der Versuchung hinterherrenne und sage, bitte, bitte, versuch mich doch. Ja? Jetzt schauen wir mal, worum ging es eigentlich? Warum hat der Satan jetzt überhaupt ihn attackiert? Was würdet ihr sagen? Was war sein Hauptziel? Worum ging es in dieser Schlacht? Okay, das ist die Methode. Ne? Die Methode war dann durch den Zweifel ziehen. Ja? Aber was war sein Ziel? Was wollte er erreichen? Er wollte erreichen, dass Jesus Christus sündigt. Er wollte Jesus zur Sünde. Dann wäre ja der ganze Erlösungsplan nichtig gewesen. Somit wäre bewiesen, dass man Gottes Gesetz nicht halten kann. Okay, ja, schon mal sehr wichtig. Erika? Ach so, okay. Ja? Er wollte den Erlösungsplan boykottieren, er wollte den Erlösungsplan zerstören. Fangen wir mal so an. Das ist ein sehr guter Gedanke, den ihr gesagt habt. Der Satan hat ja, warum hat Satan Adam und Eva verführt? Was war sein Ziel? Er wollte Gottes Namen in Verruf bringen, ja? Gesetz Gottes angegriffen, absolut. Er war ja ein Rebell aus dem Himmel und als Rebell hat er seit seiner Rebellion Leute gesucht, die auf seine Seite kommen. Bis dahin hatte er zwar ein Drittel aller Engel, aber noch keine geschaffene Welt auf seiner Seite gehabt. Als er Adam und Eva verführt, die Co-Herrscher auf der Erde waren, Adam war ja quasi gekrönter König im Garten Eden, als er sie unter seine Fittiche bekommt und sie ihm gehorchen, hat er damit den Anspruch erhoben, der König dieser Welt zu sein. Deswegen nennt die Bibel auch den Fürst dieser Welt oder den Gott dieser Welt. Das heißt, er hat den Anspruch erhoben, dass die Erde, die Welt, ihm gehört. Warum? Weil Gott die Welt den Menschen gegeben hat und die Menschen haben durch ihre Sünde sich allesamt dem Satan unterstellt, weil da war niemand, der nie gesündigt hat. Sofort gleich. Lass uns erstmal den Gedanken zu Ende denken. Das heißt, Satan hat nur deswegen Kontrolle über den Planeten Erde, weil er die Menschen kontrolliert. Wenn er die Menschen nicht kontrollieren würde, dann hätte er auch keine Kontrolle über den Planeten. Das heißt, seine Kontrolle über den Planeten geht über die Kontrolle des Menschen. Und wenn die Kontrolle des Menschen vollständig ist, ist auch die Kontrolle des Planeten vollständig. Jesus dagegen wollte demonstrieren, dass es einen Menschen gibt, der nicht unter der Kontrolle Satan steht. Und wenn das so ist, wenn es mindestens einen Menschen gibt, der nicht unter der Kontrolle Satan steht und nicht vom Satan überwunden werden kann, dann hat der Satan Unrecht, wenn er sagt, mir gehört die Erde, weil er nicht die gesamte Menschheit unter sich hat. Dann gibt es auf jeden Fall zwei Parteien und da kann jeder wieder entscheiden. Das heißt, es musste einen Menschen geben. Deswegen konnte kein Engel kommen und deswegen wäre Jesus als Gott alleine, das wäre nicht ausreichend gewesen. Es musste einen Menschen geben, der deutlich macht, ich bin zwar ganzer Mensch, aber habe mit Satan nichts zu tun. Versteht ihr? Und deswegen war es für Luzifer, also für Satan so wichtig, ihn zu versuchen, um deutlich zu machen, doch, mir gehört die Erde. Ja, es war ein Kampf um die Erde. Es ging, in diesen Minuten oder diesen Stunden, diesen Tagen dort in der Wüste ging es um den ganzen Planeten. Jetzt, er muss also ganz Mensch sein und Gott treu sein. In 1. Mose 3, genau. In 1. Mose 3, Vers 15 war bereits 4000 Jahre zuvor dieser Kampf vorhergesagt worden. Schaut mal, 1. Mose 3, Vers 15. Kennt ihr wahrscheinlich ganz gut. Schon von dem ersten Tag der Rebellion der Menschen hat der Satan ja geahnt, dass seine Behauptung, volle Kontrolle über die Menschen zu haben, nicht ganz stimmt. Ja, schaut mal, 1. Mose 3, Vers 15. Da heißt es, da wird er angesprochen und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau,
zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der Satan hat gesehen, dass irgendwie durch irgendeine Kraft es dem Menschen manchmal möglich war, dem Satan zu widerstehen. Er hat das bei den Opfern gesehen. Er hat das dann gesehen in den Prophezeiungen. Er hat geahnt, dass es irgendwann einen Zeitpunkt geben wird, wo tatsächlich die Verbindung zu Gott wieder völlig hergestellt wird. Deswegen hat er versucht, das zu verhindern. Er hat zum Beispiel diesen Opferdienst genommen und ihn völlig pervertiert. Ja, er hat die Prophezeiung genommen und hat die pervertiert. Er hat alles, was Gott in der Bibel und an religiösen Vorschriften gegeben hat, immer versucht zu verändern, sodass die Menschen diesen Kampf nicht erkennen können. Und als Jesus dann auf die Welt kam, hat Satan erst gewartet bis zur Geschichte in der Wüste oder hat ihn gleich attackiert? Was meint ihr? Hat er ihn gleich attackiert? Nein, nochmal, als Jesus auf die Welt kam, hat der Satan den Jesus schon attackiert als Dreijährigen und Vierjährigen und Fünfjährigen? Okay. Nee, ob der Satan ihn, den Jesus attackiert hat. Okay, also halten wir fest. Jesus ist nicht erst hier zum ersten Mal vom Satan versucht worden. Er ist seit 30 Jahren ständig versucht worden, auf eine Art und Weise, die schon wir wahrscheinlich nie so erlebt haben. Denn wahrscheinlich ist noch niemand von uns jemals vom Satan versucht worden. Stelle ich jetzt einfach mal so fest. In aller Wahrscheinlichkeit sind wir nur von Dämonen versucht worden. Ich glaube, niemand von uns ist so bedeutsam für den Heilsplan, dass Satan höchstpersönlich sagt, also den, da muss ich jetzt selbst dran. Er sendet irgendwelche Dämonen, hohe, kleine, wen auch immer. Ja. Also wahrscheinlich ist der Satan momentan beim Ted Wilson dran oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Aber als der Jesus da durch Nazareth läuft und Tag ein, Tag aus keine Sünde tut, als der Satan die Engel singen hört über Bethlehem, da weiß er, okay, den muss ich mich selber kümmern. Und er hat sich ein Jahr aus versucht, ihn irgendwie zu besiegen. Nun, Ellen White sagt etwas sehr Interessantes noch über die Taufe. Das haben wir letztes Mal schon angedeutet. Aber das macht jetzt noch mehr Sinn, dann auch im Hinblick auf die Versuchung. Der Teufel hatte gehört, dass bei der Taufe zum ersten Mal seit 4000 Jahren wieder Gott, der Vater, persönlich zu sterblichen Menschen gesprochen hat. Vorher hat Gott immer durch Christus zu Menschen gesprochen. Also mit anderen Worten, also wir haben Gott, den Vater, dann haben wir Christus und dann haben wir den Mensch. Aber jetzt spricht Gott zu dem Menschen in Christus, sozusagen. Ja? Der Kontakt zum Menschen ist jetzt direkt. Weil Christus nicht mehr nur das Bindeglied ist, der Vermittler, sondern selbst Mensch geworden ist. Ellen White sagt, vorher sprach Gott durch Christus zu den Menschen, jetzt spricht er zu der Menschheit in Christus. Das heißt, als Jesus getauft wurde und von Gott anerkannt wurde, wurde die ganze Menschheit, so sie sich an Christus wendet, mit anerkannt. Deswegen ist der Angriff des Satan auf den Christus darauf folgend nicht einfach nur ein Angriff auf Jesus, sondern auf die ganze Menschheit in Christus. Und deswegen ist der Sieg, den er jetzt erringt, ein Sieg für die ganze Menschheit und nicht nur für sich selbst. Und das macht die Geschichte so wichtig, weil Jesus hat vorher schon ständig gewonnen gegen den Satan. Er hat so oft schon gehorsam gewesen, aber jetzt mit der Taufe erklärt er, dass er mit der Menschheit verbunden, von Gott anerkannt ist, dass er diese Verbindung herstellt und jetzt wird diese Verbindung durch den Satan angegriffen und das ganze Schicksal der Menschheit ist damit buchstäblich in den Händen Jesu erstmal, je nachdem, wie er entscheidet. Ja. Jetzt schauen wir mal weiter, was passiert.
In Hebräer 2, also mit anderen Worten, der Satan wusste, entweder ich gewinne oder ich werde besiegt. Ja, da gibt es kein Unentschieden. Schauen wir mal in Hebräer 2. Hebräer 2 und dort Vers 18. Hier wird deutlich, warum Jesus versucht werden musste. Hebräer 2, Vers 18. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Das heißt, seine Versuchung ist eine direkte Hilfe für uns. Und so müssen wir sie lesen, weil wir das, was wir hier gleich studieren werden, alle selbst erleben. Wir alle stehen in diesem Kampf mit dem Satan und es ist direkt für uns. Er kann uns verstehen. Ähnlich in Hebräer 4 und dort Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, Hebräer 4, Vers 15, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Ja? Also mehrmals wird deutlich, Jesus hat das erlebt, damit wir nachfolgen können und damit er uns verstehen kann. Kämpfen wir auch manchmal mit Appetit? Kämpfen wir auch manchmal mit der Liebe zur Welt? Kämpfen wir auch mit der Liebe zur Angeberei? Sagen wir, was wir so toll können? Jesus wurde genau an diesen Punkten versucht, nicht wahr? Der Appetit, die Fleischeslust, dann schau her, was ich kann, ja? Und die Liebe zur Welt, das sind die Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben. Und interessanterweise sind die Umstände, wo sind Adam und Eva gefallen? Ja, beim Essen, genau. Aber was war der? Da raten sie im Paradies. Waren sie hungrig? Es war nicht der Punkt. Also die Sache ist die, was die beiden Geschichten, wenn man 1. Mose 3 und Matthäus 4 zusammennimmt, was sie uns lehren ist, man kann im Paradies sündigen und man kann in der Wüste gehorsam sein. Mit all dem Besten, was es gibt, das einen umgibt, ist es keine Garantie, dass ich treu bin. Und wenn ich in den schlimmsten Umständen bin, die es gibt, ist das keine Garantie, dass ich untreu sein muss. Nicht wahr? Adam und Eva hatten das Beste vom Besten vom Besten, man konnte es nicht besser machen und sie waren trotzdem untreu. Jesus war in der Wüste, da gab es gar nichts. Und er war dann, wie wir gleich sehen werden, er war fast tot. Und er konnte trotzdem treu sein. Die beiden Geschichten zusammengenommen zeigen, es gibt niemals einen Automatismus, dass ich immer gehorsam sein muss oder immer ungehorsam sein muss. Sondern es ist immer meine Entscheidung. Jetzt hat er 40 Tage lang gefastet. Warum hat er sich entschieden, 40 Tage lang zu fasten? Woher hat er wohl diese Idee gehabt? Er wollte sich auf seine große Mission vorbereiten. Er wollte sich vorbereiten, aber warum nicht 30 Tage oder 50? Warum 40 Tage? Mose hat auch 40 Tage gefastet. Schaut mal mit mir in 2. Mose 24. 2. Mose 24 und dort Vers 18. Da heißt es, Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg, und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Was war gerade passiert in 4. Mose 24? Genau, da war der Bundesschluss am Sinai, oder? Gott hatte sich dem ganzen Volk offenbart und jetzt sollte Mose 40 Tage lang fasten. Das ist interessant, bei der Taufe hatte Gott sich auch offenbart, öffentlich, und der Stellvertreter, der Führer des Volkes, geht jetzt auch 40 Tage fasten. Mose ging auf den Berg, um die 10 Gebote zu bekommen. Und Jesus fastet hier, um zu beweisen, dass man die 10 Gebote halten kann. Es geht also bei der Versuchung Jesu eigentlich um das Halten der 10 Gebote. Es geht um den Bund Gottes. Aber Mose hat nicht nur einmal 40 Tage gefastet. Wann hat er nochmal 40 Tage gefastet? Als er beim zweiten Mal hochging, genau. Das auch noch, er war 40 Jahre in der Wüste. Das kommt auch noch dazu, genau. Aber erstmal noch 40 Tage. Wo hat er nochmal 40 Tage gefastet? Warum musste er das zweite Mal die 10 Gebote bekommen?
weil das Volk gesündigt hatte und jetzt durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes er sie trotzdem wieder angenommen hatte. Das heißt, die 10 Gebote der Gehorsam und die Gnade und Vergebungsbereitschaft Gottes, beides kommt in diesen 40 Tagen zum Ausdruck. Wir können das nachschauen. 2. Mose 34, da haben wir es noch einmal. In 2. Mose 34 und dort Vers 28, da heißt es, und er war dort bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte lang und aß kein Brot und trank kein Wasser und er schrieb die Worte des Bundes auf die Tafeln, die 10 Worte. Also wieder ging es bei den 40 Tagen bei Mose um die 10 Gebote. Er schrieb sie wieder auf, weil sie waren vorher gebrochen. Jetzt denkt mal drüber nach. Beim ersten Mal geht er hin für die 10 Gebote. Und beim zweiten Mal geht er hin, weil die 10 Gebote gebrochen worden sind und er stellt die 10 Gebote wieder her. Also warum geht Jesus in die Wüste? Er geht in die Wüste, um zu beweisen, dass man die 10 Gebote halten kann. Und weil Menschen, alle anderen Menschen vor die 10 Gebote gebrochen haben und er jetzt gekommen ist, um sie wieder herzustellen. Ja, und der Satan weiß das. Und deswegen möchte der Satan das verhindern, weil er nicht möchte, dass irgendein Mensch die 10 Gebote hält. Übrigens, als Mose auf dem Berg war, war er da hungrig? Ja oder nein? Was meint ihr? War er da hungrig? Mose, auf dem Berg, war er dort hungrig? Wir können das wissen, weil wir gerade gelesen haben, er hat weder gegessen noch getrunken. Das heißt, wenn er nicht übernatürlich von Gott ernährt worden wäre, 40 Tage ohne Wasser hält kein Mensch aus, auch kein Mose. Der war schon lange tot. Das heißt, der Vers macht deutlich, Gott muss ihn ernährt haben. Die Bibel sagt uns sogar, als er zurückkam, da ist er nicht vom Baum, nicht vom Berg gekrochen, sondern er kam mit einem strahlenden Gesicht. Die Sache ist die, dass bei Jesus es anders war. Jesus wurde in der Wüste nicht übernatürlich ernährt. Und ich gehe davon aus, dass Jesus getrunken hat. Muss er, offensichtlich. Aber er hat 40 Tage lang nicht gegessen. Und dann war er hungrig. Was meint ihr, wie hungrig ist man nach 40 Tagen Fasten? Ja, eigentlich nur nicht hungrig, aber vom Kopf her. Ne? Man ist nicht hungrig nach 40 Tagen? Der Magen stellt sich ja ein. Okay, also meine Bibel sagt mir, er ist hungrig gewesen. Schaut mal nach in Matthäus 4, Vers 2. Es heißt, Matthäus 4, Vers 2, und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Es heißt hier, und der Versucher trat zu ihm hin in Vers 3. Vergleicht das mal mit Lukas 4 und dort Vers 2. In Lukas 4, Vers 2 heißt es, und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Kam der Satan jetzt nach 40 Tagen? Oder wurde er schon die ganzen 40 Tage versucht? Also ich denke, er wurde die ganzen 40 Tage versucht. Du sagst nach und du sagst während. Ja, die Bibel sagt ganz deutlich, er wurde 40 Tage lang versucht. Und dann nach 40 Tagen kam der Versucher. Was das sagen soll mit anderen Worten, als er gefastet hat, 40 Tage lang, ist er versucht worden, wie wir normalerweise auch versucht worden werden. Mit Gedanken, mit Emotionen, mit Hungergefühlen, was auch immer. Nach 40 Tagen nahm die Versuchung eine neue Dimension an, denn dann kam ein sichtbares Wesen auf ihn zu. Werden wir gleich noch sehen, was passiert ist. Aber mit anderen Worten, es ist nicht so, dass er 40 Tage lang quasi in Gemeinschaft mit Gott ganz ungestört war und dann plötzlich kam die Versuchung, sondern er hat 40 Tage lang die Versuchung erlebt. Ellen White schreibt davon, als er in die Wüste hineinkam, war noch die Herrlichkeit Gottes um ihn herum, aber die verließ ihn. Und er war dann in der Wüste wie ein ganz normaler Mensch. Und sie sagt sogar, er fürchtete den Konflikt, der vor ihm lag. Und das war einer der Gründe, warum er überhaupt gefastet und gebetet hat.
Mit anderen Worten, nicht nur in Gethsemane hat er dieses Zittern gehabt, er hat auch in der Wüste während dieser 40 Tage, weil er wusste, wer auf ihn zukommen würde, er wusste, dass er nur ein schwacher Mensch ist und er wusste, dass er die Göttlichkeit, die in ihm ist, er nicht benutzen könnte, weil ansonsten er kein Vorbild ist. Er wusste, dass er als Mensch diesem Satan, nicht irgendeinem Dämon, sondern dem höchsten gefallenen Engel entgegengehen müsste und er hat gezittert. Und deswegen hat er gebetet und gefastet. Das könnte wahrscheinlich, ich glaube, was wir lernen können ist, Jesus kannte die Dimension des großen Kampfes und so oft kennen wir sie nicht. So oft gehen wir durchs Leben so, als könnte uns schon gar nichts passieren. Ja, als würde sich schon alles von alleine regeln. Jesus war der Sohn Gottes, aber er fürchtete, dass er fallen könnte. Er hatte keine Angst vor Gott, aber er hatte Angst davor zu fallen. Und er wusste, wenn er nicht sich wirklich in Gottes Hände legt, Tag für Tag, dann wird er gegen den Satan keine Chance haben. Ganz genau. Ja. Jetzt schaut mal in Jesaja 52, da gibt es eine Prophezeiung über Jesus, wie er sich in der Wüste dann befunden hat. Jesaja 52 und dort Vers 14. Das ist eine Prophezeiung, die hat sich, glaube ich, mehrmals im Leben Jesu erfüllt. Jesaja 52 und dort Vers 14. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt mehr als das irgendeines Mannes. Und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. 40 Tage lang ohne Essen, ausgemerkelt, dem Tode nahe, vermutlich, in der Wüste. Jesus war an dem schwächsten Punkt, den man sich vorstellen kann. Und der Satan hat natürlich die ganze Zeit, die Versuchungen waren die ganze Zeit da. Jesus hat die ganze Zeit mit Versuchungen gekämpft. Aber Satan hat gewartet für den finalen Schlag, bis Jesus am schwächsten war. Kennt ihr andere Personen, die in einem besonders schwachen Moment in der Bibel überwunden worden sind? Wo Satan auf einen schwachen Moment gewartet hat. Wo sie Elia. Ja, Elia, da hat er gewartet, bis der... Auf den Berg Karmel hätte das nicht viel gebracht. Er hat gewartet, bis er emotional schwach war und dann, bam, ja, was war das? Petrus, ja, auch auf den richtigen Moment gewartet, so lange gewartet, bis er sich weit genug von Jesus entfernt hat und dann mit Vollmacht zugeschlagen und Petrus ist voll hineingeraten. Mose, David, Satan kennt unsere schwachen Momente und er wartet darauf. Und er weiß, was er tun muss, damit wir uns freiwillig quasi so in solche schwachen Momente begeben. Übrigens sagt Ellen White, auch durch die Gnade Gottes können unsere schwächsten Punkte unsere stärksten Punkte werden. Wir müssen keine Angst haben. Aber der Satan ist nicht nur ein mächtiger Gegner, er ist ein gemeiner Gegner. Er wartet auf den schwächsten Moment. Und nun, schau mal mit mir in Matthäus 4 und dort Vers 3. Der Satan kommt zu ihm. Was meint ihr, wie ist der Satan zu ihm gekommen? Genau, die Bibel sagt, der Satan verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Wenn es also heißt, und der Versucher trat zu ihm, kam keine schwarz aussehende Person mit Aufschrift Versucher. Ja. Ein Engel des Lichts kommt zu ihm und sagt diese Worte, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Ihr dürft nicht vergessen, Jesus wäre jetzt beinahe gestorben. Kennt ihr eine andere Situation in der Bibel, wo jemand ganz lange gewartet hat, dass Gott antwortet und er stand quasi kurz vor dem Abgrund? Und dann kommt ein Engel und löst das Ganze auf. Jemand, der etwas ganz Grausames durchlebt und hofft, dass Gott das endlich beendet und er beendet es nicht. Und ja, aber die wissen nicht so, ja, Abraham mit Isaak, oder? Als er
das Messer aus und Gott hat immer... Und dann kommt der Engel und sagt, Abraham, Abraham. Ellen White sagt sogar im Buch Leben Jesu, dass der Engel, der hier kam, der gefallene Engel, behauptet hat, genau so ein Engel zu sein, der jetzt das Ganze auflöst. Hinzu kommt, dass Naturwissenschaftler sagen, dass in der Wüste Juda es bestimmte Steine gibt, eine bestimmte Art von Steinen, die sehen fast aus wie Brotlaibe. Ellen White bestätigt das übrigens, sagt, die Steine dort sahen fast aus wie Brot. Das heißt, in der gleißenden Hitze, ja, Jesus, ich stelle mir vor, er ist wahrscheinlich mehr gekrochen als gegangen, ja, so schwach war er. Und es kommt und er betet und betet und stellt euch vor, er würde 40 Tage lang beten. Man ist ja fast an dem Punkt, dass man kaum richtig denken kann. Und jetzt kommt ein Engel vom Himmel in gleißendem Licht und sagt, dein Gebet ist erhört, es ist alles vorbei. Und schau mal hier die Steine, ja, die sehen schon aus wie Brot, ja, mit ein bisschen Fantasie. Und Jesus hatte genauso Vorstellungskraft wie wir. Die haben ihn wahrscheinlich schon angelacht, die Brote. Er hat wahrscheinlich schon gesehen, wie das Brot. Und dann sagt er, du darfst es, Gott erlaubt es dir. Und mach es, wenn du Gottes Sohn bist. Und dieser Zusatz, diese Worte, wenn du Gottes Sohn bist. Ellen White beschreibt das so interessant. Sie sagt, mit all diesem Aussehen und dieser Show konnte der Satan nicht ganz verbergen, wer er war. Das guckt so quasi durch das Gewand hervor. Dieses, wenn du es bist. Und dieser Zweifel, mit diesem Zweifel haben wir auch zu kämpfen. Denn was Jesus erlebte, war etwas, was wir alle kennen. Wusste denn Jesus, dass er der Sohn Gottes ist? Woher? Bei seiner Taufe, 40 Tage zuvor, hat er es gehört mit seinen eigenen Worten. Das Wort Gottes hatte gesagt, du bist Gottes Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Aber jetzt ist er in einer Situation, wo es die Realität und das Wort Gottes zwei verschiedene Dinge zu sein scheinen. Er weiß, was das Wort Gottes gesagt hat, aber die Realität, die er erlebt, was er sieht, hört, schmeckt, passt nicht zum Wort Gottes. Denn wenn ich Gottes Sohn bin, warum lässt er mich hier in der Wüste sterben, ohne dass ich irgendwas für ihn getan habe? Ja? Manchmal im Leben, da benutzt der Satan das. Er sagt, ja, das steht da, aber in der Realität ist es ganz anders. Ja? Das steht zwar da, aber schau mal, was du siehst und hörst und fühlst. Dieser Konflikt zwischen dem, was ich sehe und das, was das Wort Gottes sagt, das ist ja auch dann der klassische Konflikt 1844 gewesen, nicht wahr? Als man nichts gesehen hat, nichts gehört hat. Wenn die Sinne gegen die Bibel zu sein scheinen, geben die meisten den Glauben auf. Und das war der eigentliche Punkt, ja? Nicht nur der Hunger. Ja? Aber er wusste ganz genau, dass er das nicht machen sollte. Natürlich wusste er das ganz genau. Aber wie oft wissen wir das ganz genau und wir geben schon nach, obwohl wir längst nicht in einer so schwachen Situation sind wie Jesus. Jesus wusste, oder andersrum, Satan wusste, wenn Jesus in dieser Extremsituation auch nur ein wenig nicht an Gott glaubt, schau mal, das ist der Gedanke, auf den Satan gehofft hat. Satan hatte gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, schau dich mal an, wie du da aussiehst. Ja. Gottes Sohn in der Wüste, nichts zu essen, 40 Tage, da geht es jedem Sünder besser. Ja. Und du bist fast tot, du weißt ja nicht mal, ob du überleben wirst. Wenn du, und jetzt, schau, das ist der Gedanke. Der Gedanke ist, Gott mag zwar dein Vater sein, aber er kümmert sich nicht so gut um dich, dass du ihm völlig vertrauen kannst. Du musst es mal in deine eigene Hand nehmen. Und das ist der Urgedanke der Rebellion. Im Himmel hat er gesagt, Gottes Gesetz ist wunderbar, aber es könnte uns noch besser gehen, wenn wir es in die eigene Hand nehmen. Zu Adam und Eva hat er gesagt, Gott ist wunderbar, aber er enthält euch etwas vor, du musst es in deine eigene Hand nehmen. Am Ende ist der ganze große Kampf eine Auseinandersetzung über die Frage, glaube ich, dass Gott mir wirklich das Beste will? Oder bin ich davon überzeugt, dass Gott schon gut ist, aber er vielleicht doch jetzt nicht immer das Beste für mich macht? Ja? Und das ist etwas, wo wir ganz, ganz viel zu kämpfen haben, ja? Ja, das ist interessant. Er hat den Gedanken nicht an sich herangelassen. Er hat ihn nicht mal durchdacht, ob das so wäre. Es hätte zwar passieren können, aber er hat vom ersten Moment an, als dieser Gedanke an ihn herangetragen wird, ihn sofort abgeblockt.
sonst wäre er gefallen. In der Situation, in der er war, hätte es nicht viel gebraucht an Samen, um aufzugehen. Ja. Kommen wir gleich zur Antwort? Schritt für Schritt. Genau. Kennt ihr andere Personen in der Bibel, die an ihrem Appetit gescheitert sind? Esau, ja, der um einem Linsengericht das Erstgeburtsrecht verwirkt. Wer noch? Wer ist an seinem Appetit gescheitert? Wir haben mehrere Geschichten von den Israeliten, nicht wahr? Einige sind gestorben, weil sie unbedingt Wachteln essen wollten, ja? Obwohl das Brot der Engel ihnen zur Verfügung stand. Und dann natürlich am berühmtesten Eva. Sie sah, dass die Frucht gut zu essen war. Und interessanterweise, und Ellen White macht diesen Punkt oft sehr deutlich, es ging alles mit dem Appetit los. Und deswegen fing Jesus ein Erlösungswerk auch beim Appetit an. Das mit dem Essen hat nicht nur was zu tun, mit dem esse ich das Richtige und das Gesunde, das hat auch was damit zu tun, habe ich überhaupt meinen Körper im Griff oder hat mein Körper, mein Appetit mich im Griff? Das ist eine ganz interessante Frage. Und wir würden vielleicht denken, ah, das ist jetzt nicht das Wichtigste auf der Welt. Offensichtlich ist es viel wichtiger, denn durch die körperlichen Lüste, Leidenschaften, Appetit, ja, hat der Satan dann Zugriff auch auf unser Denken, auf unsere moralischen Entscheidungen. Wenn ich körperlich schwach bin, bin ich auch eher geneigt, schlechte Entscheidungen zu fällen. Und deswegen hat Jesus hier mit Selbstbeherrschung angefangen. Jetzt, wie ihr richtig gesagt habt, Jesus hat eine Selbstbeherrschung ausgeübt, die war stärker als der Tod. Jesus wäre lieber gestorben, als auch nur einmal dem Satan Recht zu geben. Denn wenn er das in Ich meine, es gibt ja kein Gebot, das sagt, du sollst keine Steine in Brot verwandeln, oder? Ich meine, er hätte es auch tun können. Das Problem wäre gewesen, er hätte einfach damit zugegeben, dass in dieser Ausnahmesituation man einfach mal einmal Gott nicht glauben kann. Es ging also eigentlich um den Glauben. Und wenn Jesus selbst in der größten Ausnahmesituation angesichts seines Todes immer noch Gott glaubt, können wir nicht dann auch glauben, dass Gott in jeder Situation für uns nur das Beste will? Auch wenn wir manchmal es nicht verstehen. Ja? Gott will das Beste und er tut das Beste. Und wenn wir das einfach glauben, dann kann der Satan sich auf den Kopf stellen, er kann uns nicht kriegen. Wie hat Jesus jetzt geantwortet? Genau, das hat er leitet ein mit, es steht geschrieben. Hier ist noch ein interessanter Punkt. Die Bibel sagt ja, wir haben ja gerade gelesen, er war voll Heiligen Geistes. Kennt ihr Christen, die sagen, ich habe so viel Heiligen Geist, ich brauche die Bibel nicht mehr? Das ist heute was ganz Populäres, dass man sagt, ich werde vom Heiligen Geist geführt. Der Geist führt mich, der Geist hat mir eingegeben. Bibel ist jetzt nicht so wichtig. Ja? Die Leute sagen dann, der Geist macht lebendig, der Buchstabe tötet und so. Jesus, der war voll vom Heiligen Geist und hat ständig die Bibel zitiert. Das ist ein wichtiger Punkt. Jemand, der voll vom Heiligen Geist ist, wird die Bibel zitieren. Ja, es ist kein Widerspruch zwischen Bibel und Heiligem Geist. Die werden sich niemals widersprechen. Jetzt, was hat er denn dort eigentlich so genau zitiert? Es heißt, er beantwortete und sprach, es steht geschrieben. Ihr seht übrigens, er hat nicht debattiert, er hat nicht angefangen, irgendwas zu erklären, er hat einfach die Bibel sprechen lassen, das Schwert des Geistes. Ja. Er wurde angegriffen, er hat mit dem Schwert des Geistes zurückgeschlagen. Es heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Woher kommt das Zitat? 5. Mose. Und jetzt lohnt es sich natürlich zurückzuschauen, was ist denn der Kontext da in 5. Mose 8? Schaut mal mit mir, was dort steht. Wir lesen mal ab Vers 1, dann habt ihr einen Einblick, was Jesus eigentlich gemeint hat mit diesem Zitat. Ja? Ja, das kommt in 5. Mose 6 vor. Schaut mal, 5. Mose 8 ab Vers 1. Da heißt es, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, also die 10 Gebote, ja, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat,
diese 40 Jahre lang. Also könnt ihr euch vorstellen, wie Jesus das im Kopf durchgegangen ist. Israel war 40 Jahre in der Wüste. Ich bin gerade 40 Tage in der Wüste gewesen. Erinnere dich, wie Gott dich bisher geführt hat. Ich war jetzt 40 Tage in der Wüste, ich bin bisher noch nicht gestorben. Waren die Israeliten öfter mal an einem Punkt, wo das Essen ausging? Immer mal wieder. Ja. Aber sie haben erlebt, 40 Tage, 40 Jahre lang hat Gott für sie gesorgt. Sie sind nicht umgekommen. Es sei denn, wenn sie Fleisch haben wollten. Ja. Und so sieht Jesus jetzt, ich habe jetzt 40 Tage bisher überlebt. Mit Gottes Hilfe werde ich weiter überleben. Es heißt hier, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Also warum ist Jesus 40 Tage in der Wüste? Vor dem gesamten Universum macht Gott einen Härtetest und zeigt in meinem geliebten Sohn, von dem ich gerade vor dem Universum gesagt habe, das ist mein geliebter Sohn, zeige ich euch, es ist nur Gehorsam in ihm. Er ist so rein, er ist so sinnlos, er wird selbst angesichts seines Todes nicht einen Schritt auf den Satan zugehen. Es hat sich gezeigt, was in seinem Herzen ist. Und dann heißt es hier, Vers 3, und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, und dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Als Jesus dieses Wort zitiert, das ist interessant, Satan hatte gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, mach, dass die Steine zu Brot werden. Mit anderen Worten, du kannst, wenn du Gott bist, hast du ja schöpferische Kraft, dann kannst du ja Steine in Brot verwandeln, oder? Jesus sagt, ich werde gar nicht dir beweisen. Ich werde nicht beweisen, dass ich Gott bin. Ich werde stattdessen einen Vers zitieren, in dem geht es nicht um Gott, sondern um Menschen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Warum? Weil, wenn Jesus als Gott agiert hätte, hätten wir keine Chance gehabt. Wir hätten gesagt, naja, das war Gott, der kann das. Wir können es nicht. Aber jeder von uns kann einen Bibelvers aufsagen in der Versuchung. Das können wir. Jesus hat also, obwohl er Gott ja auch war und zu jedem Zeitpunkt einfach sagen könnte, okay, wir switchen das Spiel, wir ändern die Spielregeln, aber jetzt spiele ich als Gott, jetzt hast du keine Chance mehr. Als Mensch war Satan stärker als er. Als Gott wäre er dem Satan haushoch überlegen gewesen. Aber er ist freiwillig in der unterlegenen Position geblieben, so wie wir es sind, um zu zeigen, dass mit der Hilfe Gottes Vaters, auf den er vertraut, und mit der Bibel, die wir in der Hand haben, selbst der überlegene Satan ihm nichts anhaben kann. Bevor wir zum Schluss kommen, wenn wir ganz kurz überlegen, wenn ihr vergleichen würdet, das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste und Jesus 40 Tage in der Wüste, welchen Kontrast würdet ihr ziehen oder welchen Vergleich? Also ich würde sagen, dass es Jesus Christus wesentlich schlechter ging. Jesus ging es viel schlechter, oder? Weil die Engel, das Volk Israel hatte ja tatsächlich Essen. Jesus hatte keins. Ja, Jesus ging vor ihnen her, genau. Ja. Er hatte ja niemanden, er war völlig unterwegs. Er war ganz alleine, sie waren alle zusammen. Ja. Was noch? Was noch? Also sehr gute Parallelen schon. Was noch? Aber er war alleine mit Gott. Er war alleine mit Gott, ja. Es heißt bei Markus, er war unter den wilden Tieren. Während es bei Israel heißt, dass Gott zum Beispiel die Schlangen alle weggetan hat. Ja? Er hat ihnen es viel leichter gemacht und trotzdem ist das Phänomen da, dass die Israeliten ständig rebelliert haben und Jesus die ganze Zeit treu war. Ja. Ja. Er hatte auch kein Vorbild, genau. Also wir sehen, er hatte sogar noch die viel schlechtere Situation als Israel und trotzdem macht er all die Fehler Israels wieder gut. Und das ist auch ein Bild für uns. Er ist in einer noch schlimmeren Lage gewesen, als ich es bin.
Er hat eine viel schwierige Lage, als wir jemals sie haben werden. Und trotzdem hat er all das wieder gut gemacht, was wir schon verkehrt gemacht haben. Deswegen hat er es quasi ganz nach unten gegangen, um uns von ganz unten wieder zu retten. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ein Gedanke bei Ellen White ist, er hat in der Wüste den Israeliten die 10 Gebote gegeben. Und jetzt hat er hier in der Wüste gezeigt, wie man die 10 Gebote hält. Ja. Er war es ja, der den Israeliten gesagt hat, die 10 Gebote, nicht wahr? Und er hat ihnen ja das Wort Gottes gegeben. Er war es ja hier, der hier gesprochen hat. Aber jetzt zeigt er, was er gemeint hat. Er lebt das, was er anderen sagt. Er hat in Israel gesagt, ihr sollt euch demütigen, damit Gott euer Herz prüfen kann. Seid zufrieden, lebt aus dem Wort Gottes. Und das war ja da ja nicht so gemeint, dass sie nicht essen brauchten. Ja? Aber er zeigt ihnen jetzt, dass man das sogar buchstäblich kann. Man kann aus dem Wort Gottes leben. Und das ist ein wichtiges Beispiel. Wenn wir Jesus folgen wollen, heißt das, dass wir das praktizieren müssen, was wir anderen sagen. Ja. Letzter Punkt. Jesus hat überwunden. Er hat die Verheißung aus 5. Mose genommen. Und schaut mal mit mir in 2. Petrus, oder Psalm 119 ist besser. Psalm 119. Psalm 119 und dort Vers 11. Psalm 119 und dort Vers 11. Dort heißt es, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Jesus hat das Wort Gottes im Herzen gehabt, im Denken. Und als der Satan kam, im schwächsten Moment, als Jesus am Rande seiner Existenz war, hat er allein mit dem Wort Gottes und dem Vertrauen in das Wort Gottes den schlimmsten aller Feinde besiegt. Wenn also Jesus nach 40 Tagen Hungern, wo er fast schon Halluzinationen wahrscheinlich gehabt hat, ja, allein mit der Bibel, den Satan besiegen kann. Glaubt ihr nicht auch, wir können mit der Bibel den Satan besiegen im Alltag? Mit Gottes Hilfe. Wollen wir noch gemeinsam Gott bitten, dass er das uns Tag für Tag schenken mag? Lass uns doch niederknien dazu. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir in deinem Evangelium so wunderbare Verheißung haben, dass wir sehen können, dass der Sieg möglich ist und dass du uns ihn schenken möchtest. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dein Wort wirklich in unser Herz aufzunehmen, dass wir darüber nachdenken, dass wir es im Herzen bewegen und dass wir wirklich auch das leben, was wir anderen sagen, so wie wir es gerade bei Jesus gesehen haben. Hab Dank, dass wir sehen dürfen, dass dieser Kampf, den Jesus gewonnen hat dort in der Wüste, ein Kampf ist, den er für uns gewonnen hat, damit wir ein Beispiel haben und wissen dürfen, dass durch seine Kraft, mit seiner Methode und in ihm wir auch Sieger sein dürfen. Bitte segne uns, wenn wir durch deine Kraft versuchen, das im Alltag umzusetzen. Im Namen Jesu. Amen.